Herzlich willkommen zum Video-Tutorial zum virtuellen Büro von Young Living. Heute geht es darum, wie du in den USA Öle bestellen kannst. Dazu wähle bei youngliving.com dein Land und logge dich ein in dein virtuelles Büro, was du bereits hast. Nun gehst du oben auf den Pfeil neben der deutschen Flagge und wählst die amerikanische Flagge und das EN. Er wird dir nun kurz erklären, dass die Produkte, die du kaufst, NFR-Produkte sind. Das heißt, du darfst sie nicht weiterverkaufen, not for resale. Du musst das akzeptieren. Jetzt bist du auf einer ähnlichen Seite wie auf der deutschen Seite. Nur, dass dir die amerikanischen Produkte angezeigt werden, die wir hierher bestellen können. Beachte, dass das nur eine Auswahl von Produkten sind. Teilweise bestelle ich zusätzlich noch über den Live-Chat Produkte. Hier gibt es nur die Möglichkeit der einmaligen Bestellung. Du kannst in Amerika nicht als ALS bestellen, du kannst aber deine Bonuspunkte einlösen. Beachte bitte auch, dass Nahrungsergänzungen teilweise nicht durch den Zoll gehen. Sicher bist du immer, wenn du aus den Einzelölen und Ölmischungen welche aussuchst. Zum Beispiel ist die blaue Zypresse klasse, Manuka ein auch tolles Öl. Einige sind auch hier aufgelistet, die wir selbst haben bei uns in Deutschland. Petit Grain, Palmarosa, die bekommen wir hier nicht. Die kannst du zum Beispiel wählen. Oder ich nehme jetzt aus den Ölmischungen welche, die ich sehr liebe und regelmäßig aus Amerika bestelle. Da nehme ich Australian Blue, Envision, Gentle Baby haben wir eigentlich auch in Deutschland, Humility ist ein sehr schönes Öl, Surrender. Die habe ich ausgewählt und sehe sie, so wie du es auch kennst, unten in der Liste. Bitte beachte, es werden keine Promo-Produkte mitgeschickt, aber Young Living versichert, dass wir anstatt der Promo-Produkte, also der Gratis-Produkte, diese als Wert, als PV mit angerechnet bekommen, sofern du in der ALS-Bestellung drin bist. Das hat etwas mit der Lieferung und dem Zoll zu tun, dass das dann günstiger ist. Hier habe ich jetzt nur 147 PV, das heißt, dafür gäbe es keine Promo-Produkte. Auch hier ist nochmal das NFR erwähnt. Meine Adresse ist korrekt eingetragen. Hier wähle ich FedEx in der Regel aus. Du siehst, das ist auch viel günstiger. Dann gehen wir auf den nächsten Schritt. In Amerika kannst du nur mit einer Kreditkarte zahlen. Hier stelle wirklich sicher, dass du eine Kreditkarte eingetragen hast. Oder aber du löst deine Bonuspunkte ein. Ich habe jetzt hier eine Summe, die ich mit meinen 197 Bonuspunkten einlösen könnte. So wie du das auch kennst, kannst du jetzt hier die Häkchen eintragen und siehst, hier kann ich jetzt mit den Bonuspunkten zahlen. Es werden nur noch die Portokosten von meiner Karte abgebucht. Dann gehst du auf den nächsten Schritt, um das Ganze zu finalisieren. Du siehst noch einmal eine Übersicht. Und gehst dann auf Jetzt bestellen. Ein paar wichtige Hinweise noch zum Schluss. Wichtig ist, dass du hier netto, also ohne Mehrwertsteuer einkaufst, aber im Anschluss eine Rechnung von FedEx bekommst. Die sieht so aus. Das ist eine Pauschale, die FedEx für die Zollbearbeitung übernimmt. Das sind hier 12,50 Euro. Und die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer bzw. Zoll, die auf die weiteren Produkte, die du in deiner Bestellung hast, anfallen. Diese Post kommt etwa 2 Wochen, nachdem du das Paket erhalten hast und es ist wichtig, das mit einzuberechnen. Ich kalkuliere im Schnitt immer den PV-Wert mal 1,3 bis 1,4, um den kompakten Preis dann zu haben, was das Produkt mit der ganzen Einfuhr, mit dem Porto und allen beteiligten Kosten
dann am Ende kostet. Das ist der kurze Überblick, wie du in Amerika Öle bestellen kannst. Wenn du Fragen hast, wende dich auf jeden Fall auch an deinen Ansprechpartner. Du kannst Young Living USA auch über Telefon oder über den Live-Chat kontaktieren. Und manchmal hat aber deine Ablein, dein Ansprechpartner, da auch noch Erfahrungen, wie das funktioniert. Weitere Videos zum virtuellen Büro, zu den ganzen technischen Abläufen findest du unter essentielle-oele.de/VO für Virtual Office. Und da findest du zum Beispiel, wie du die Preislisten findest, verschiedene Videos zum Bestellen, zur ALS, zur Standardbestellung, wie du Bonuspunkte einlösen kannst, wie das mit dem Porto ist. Schau dort rein, verwende es für dich, wenn du Fragen hast und gib die Videos, die kurzen Erklärungen auch an dein Team weiter. Mathilde Helm vom Essentielle Öle.